Genau. Hier ist so noch eine Erdtreppe oder Erdturm, der nach oben führt. Als ich mich mal öfters hier mal untergebaut habe ich ja öfters hier gemacht, um mal hier vorbeizuschauen, ob hier noch alles okay ist, wie auch immer. So. Ja, es ist jetzt sicher. Wir werden das komplette Schiff abbauen. Das komplette Schiff muss weg. So einigermaßen. Vielleicht werden wir erstmal bis zur Wasseroberfläche das alles hier oben alles wegmachen und hier unten, das kommt dann später alles weg. Mal schauen. Aber gleich ganz weg. Ich bin mir noch wirklich sehr, sehr unschlüssig, wie man merkt. Ah, naja, so ist das halt. So ist das halt. Einfach drauf losbauen. So macht's am meisten Spaß hier in Minecraft. Meiner Meinung nach. Also von dem, was ich baue, da mache ich mir eigentlich nie so richtig Pläne. Nur so klein im Kopf, aber so richtigen Baupläne. Nee, danke. Darauf kann ich auch verzichten, auf jeden Fall. Entweder es kommt was Gutes raus, wenn man drauf losbaut, oder was ganz Schrottiges. Meistens kommt was ganz Schrottiges raus, aber okay. Ist ja nicht so, als würde man das dann nochmal ändern können. Man kann es ja nochmal ändern. Hat die Axt auch Haltbarkeit? Ja, wow. Was ist das für eine tolle Axt? War mir gar nicht so richtig bewusst. So, der Fichtenholzbrettboden, der kommt dann auch nochmal raus. Einfach das ganze Schiff komplett nackig machen. Bis zu den Zehen. Beziehungsweise in Schiffssprache bis zu dem Rumpf. Oder wie man das auch immer nennen kann. Ich kenne mich mit Schiffen nicht so sehr aus. Also, ich weiß, dass es hier einen Rumpf gibt. Das ist, glaube ich, das Ganze hier. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube mal, die Spitze hat auch so einen speziellen Namen. Also hier diese vordere Spitze da. Und sonst, ja, das Segel halt. Die Kabine und ja. Und das regnet, ja, da wird na, das. Ja. Dann wäre jetzt hier soweit auch fertig. Wie weit ist denn das? Ach, hier ist ja auch nochmal ein Hohlraum. Ach stimmt, ich habe ja hier damals ja auch noch einen Hohlraum gelassen. Das wusste ich jetzt wirklich nicht mehr. Ich dachte, ich hätte das hier damals ausgefüllt, aber okay. Aber okay. Ah, tut auch mal wieder gut hier, irgendwie was außerhalb der Wüste zu machen. Genau. So, werde ich hier einfach mal so ein bisschen hier lang gehen. Immer Reihe für Reihe. Oh, mein Inventar ist aber schon fast voll. Ja, da werde ich mal Gebrauch von meinem Rucksack machen. Von meinem einzigen Rucksack momentan. Achso, den habe ich so auf. Hier, da und all das jetzt mal rein, was ich hier nicht brauche. Hier, das, da werde ich auch mal hier an die Ecke mal tun und hier da alles rein, hier und da. Ach ja, übrigens, es gibt hier, ich werde das hier nochmal reintun. Es gibt auch einen tollen Trick. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn hier irgendwie was am Boden liegt und ich dann da mehrmals draufklicke, dann geht hier alles dort rein. Das hatte ich schon mal erklärt, als wir die Pyramide auseinandergenommen haben. Und jetzt weiß ich, warum auch hier alles dann reingeht. Und zwar mit diesem Trick, indem man hier Stack mal in die Hand nimmt und dann Doppelklick hier drauf macht oder Dreifachklick, Doppelklick, Dreifachklick. Nee, Shift-Taste gedrückt halt und dann Doppelklick, dann geht hier alles rein. Das ist hier dieser eine Trick und das ist halt derselbe Effekt, als wie wenn hier irgendwas auf dem Boden liegt. Ja, habe ich herausgefunden, wie das jetzt wirklich funktioniert. Und ja. So, weiter geht es hier. Wird jetzt so eine Nacht, aber ist mir jetzt auch egal. Wir können ja auch bei der Nacht weiterbauen. Ist ja klar. Ist ja logisch. Ist klar wie die Kloßbrühe. Lecker. Ja, Kloßbrühe, ja, ist ganz okay. So. Zwei Reihen nur noch jetzt hier. Dann sind wir. Ne, drei. Vier. Ich wollte sagen, zwei Reihen. Dann mache ich daraus jetzt nur zwei Reihen. Geht ja ganz schnell. Der Rocky Zucki, das Ganze. Ja. So. Ach, der Regen, der Regen, der Regen, der nervt. Der Regen, der nervt. Der nervt einfach zu sehr.
Ich möchte hier einen sternenklaren Himmel sehen. Einen sternenklaren Himmel. Ach, Wolken. Ich mag keine Wolken. Also jetzt nicht. Ich sehe hier keine. Da sind Sterne. Sterne. Yay. Okay. Da ist was. Okay. So. Was ich heute mit meinen Okay habe. Ich weiß auch nicht. Ich höre eine Spinne. Eine böse, böse Spinne. Ja, sie ist ganz in der Nähe. Sie ist ganz in der Nähe. Ist wirklich ganz in der Nähe. Macht mir so ein bisschen Angst. Woher habe ich vor Spinnen Angst? Ah, ich gebe zu. Ich habe vor manchen Spinnen habe ich Angst. Aber nicht vor allen. Also, ich habe Angst vor vor die großen Spinnen. Oh, nee. Da kann ich nicht ran. Aber diese kleinen Spinnen da. Vor einigen Jahren hatte ich da auch noch Angst bei den kleinen Spinnen, aber heutzutage eher nicht mehr. Die kann ich ruhig anfassen und so. Also die ganz, ganz kleinen. So, wenn es dann, ja, wenn es dann schon zu einer größeren Größe geht, sag ich mal, dann habe ich schon ein bisschen mehr Angst, sag ich mal. Ja. Da kommt mir schon das Kribbeln vor. Und ja, ihr müsst ja auch wissen. Leider nicht wissen, keine Ahnung. Ich bin ja, ich habe ja auch als Hobby, dass ich eine Modelleisenbahn habe. Mit meinem Vater baue ich da gemeinsam drauf los. Und ja, dort müssen wir auch immer mal an Stellen ran, wo einige Spinnen sind. Und ja, manchmal ist das nicht so prickelnd. Weil ja, das ist so Art, ja, kann man es sagen. Wie soll man das nennen? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist das so auf. Dieser Plattenbereich, wo die Schienen alle sind, die sind so auf Bauchhöhe, sag ich mal. Und darunter ist halt das die ganze Kabelei. Und wenn wir halt Lampen anschließen oder irgendwie Häuser anschließen oder Weichen anschließen, dann müssen wir halt mal unter die Eisenbahn kriechen. Unter diese ganzen Platten und so. Und ja, da wimmelt's nur von Spinnen. Und das ist nicht immer so herrlich. Da habe ich immer noch gerne den Staubsauger als, ich sag mal, rechte Hand. Wiederum, ich mag das auch nicht, wenn ich Spinnen töte. Das ist irgendwie komisch bei mir. Ich habe zwar so ein bisschen Angst vor Spinnen, aber trotzdem mag ich die nicht töten. Ja, auch immer wenn hier zum Beispiel in der Küche oder in der Stube. Da habe ich jetzt zu viel weggemacht. Na, klasse. Mach ich so und so. Was ich sagen wollte, wenn zum Beispiel in der Stube oder in der Küche bisschen, ich sag mal, eine Spinne oder so ist. Und mein Vater sagt, ja, die mache ich jetzt ganz schnell mal mit dem Staubsauger. Ich sage dann zu ihm, ach, mach das nicht, die hat uns nichts getan, die macht die ganzen Fliegen und so weg, obwohl ich Angst habe vor Spinnen so ein bisschen oder mich davor ekle. Trotzdem sage ich, nee, bitte nicht wegmachen. Die sind nützlich. So ein bisschen komisch, aber ich stehe dazu. Ich stehe dazu. Und ich versuche auch, wenn ich dann halt bei der Eisenbahn die Kabel verlegen muss. Versuche ich auch so ein bisschen darauf zu achten, dass ich so wenig wie möglich Spinnen, ich sag mal, umbringen werde. So wenig wie möglich. Ja. Manche, die sind einfach so, die töten einfach jede Spinne, die sie sehen. Andere, die sind so richtig freundlich, nehmen die Spinnen in die Hand und bringen sie raus. Das ist wirklich die beste Art, um Spinnen rauszubringen. Aber ja, ich habe einfach nicht den Mut dazu. Gebe ich offen und ehrlich so. Ich habe einfach nicht den Mut dazu, das zu machen. Und ja. Ich würde es gerne tun, auf jeden Fall. Aber da fehlt noch bei mir die Überwindung. Ich denke mal, wenn ich das einmal gemacht habe, dann ist so ein bisschen die Überwindung. Also habe ich mich so ein bisschen dann halt überwunden und habe ich dann auch weniger Probleme damit. Erstmal die Überwindung zu schaffen. Das ist auch ein eigenes Thema für sich, sage ich mal. Wenn man sich da so vorstellt, so eine große Spinne. Oh, da kommt mir jetzt so schon die Gänsehaut. Schön. Vogelspinnen finde ich wiederum irgendwie auch wieder süß. Diese mit den langen Haaren, die Vogelspinnen. Würde ich aber trotzdem nicht auf die Hand nehmen, aber irgendwie finde ich die so ein bisschen interessant. Ich war da schon mal in einem Spinnenmuseum, schon viele Jahre her. Die finde ich wiederum interessant. Also nicht diese stummen Spinnen oder wie die auch immer heißen. So. Ich habe ihr mal einen Unterwasseratmungstrank hier mal gegönnt, weil halt doch eine ganze Menge Holz ins Meer fließt, bevor ich hier wieder sterben tue. Werde ich mal hier runter
schwimmen und mal das ganze Holz einsammeln. Es dauert halt bis ein kleines bisschen, bis ich unten angekommen bin. Ich will das Holz hier nicht morsch werden lassen hier. Da ist wohl schon ein bisschen Holz. Hier mit einer Fackel in der Hand, damit wir auch was sehen. Was jetzt alles Holz? Dafür habe ich jetzt einen Unterwasseratmungstank. Nee, okay, da. Ich wollte sagen, habe ich dafür jetzt einen Unterwasseratmungstank verwendet? Ah nein, da ist zwar auch noch ein bisschen was. Hier überall. Ich wäre jetzt schon längst tot ohne Unterwasseratmungstank. So, ist hier. Da ist noch was. Da ist doch eine ganze Menge halt runtergefallen. War mir gar nicht so bewusst, muss ich ehrlich sagen. Habe ich das aufgesammelt? Ja, habe ich. Sieht auf jeden Fall so aus. Da liegt auf jeden Fall nichts mehr. So, ist hier noch irgendwie was. Ich kann ja mal nach oben schauen. Da ist das Schiff. Da ist das Schiff. Da ist das Schiff. Dann muss ich noch mal in diese Richtung schauen, ob ich jetzt hier wirklich hier alles vom Meeresboden untergeholt habe. Da liegt sogar noch was. Das Holz ist halt wichtig. Das kann man immer mal gebrauchen. Wenn ich das Schiff wieder umbaue. Das wird dann wahrscheinlich. Ja, das wird wieder aus Tropenholz sein. Daran wird sich nichts ändern. Nur ein bisschen anders werde ich das bauen. Ein kleines bisschen anders. Ah, erst ab der nächsten Folge. Ich werde dann nach dieser Folge dann eine Aufnahmepause machen. Und ja, dann geht's beim nächsten Mal halt dann weiter. Vielleicht habe ich da schon ein paar mehr Pläne zu gemacht, wie das Schiff werden soll. Ich denke mal, ich werde mir mal ein paar Schiffe mal auf YouTube oder in Google da mal Google Bilder mal anschauen, wie andere Leute das mal so gemacht haben, mich mir so eine kleine Inspiration geben kann. Muss ja nicht alles von mir aus geschehen, sage ich mal. Weil das Schiff, was ich hier halt gebaut habe, das ist nichts. Das ist dann gar nichts. So, der Mond geht da so auch schon unter. Das finde ich sehr, sehr schön. Hier ist ein Skelett. Das gehört hier eigentlich nicht rein, würde ich sagen. Ja. Ich habe die Truppenholztür nicht abgelegt. Wollte ich da eigentlich machen. Okay. Ja, wie viel Truppenholz wir jetzt schon bekommen haben, das ist sehr, sehr schön. Wie viel wir jetzt hiervon auch noch dann später abreißen werden, sage ich mal, weiß ich auch noch nicht. Und wenn ich das hier alles abreiße, dann ist hier halt ein Strudel nach innen. Dann werde ich hier andauernd abgedrängt. Das will ich ja natürlich auch nicht. Dann will ich das vielleicht als Vorlage verwenden. Hier so ein bisschen reinbauen, wie auch immer. Mal schauen. Mal schauen. Ein paar Minuten geht ja diese Folge noch. Ich will hier diese Folge auch nicht so früh beenden. Und ja, sollten wir ja mal. Ne, kann ich da nicht rein reinlegen? Schade. Dann will ich mich mal. Oh, nein! Das war jetzt so dumm von mir. Alles nichts passiert. Ist dabei nichts passiert. So. Hier wieder. Nein. So. So. Und ich fall. Ich bin nicht vorbereitet. Ich falle dann ausgerechnet wieder runter. Ausgerechnet das. Oh, ein schöner Sonnenaufgang. Ich möchte den Sonnenaufgang sehen. Yay. Nochmal. So, dafür habe ich ja hier die Ranken gemacht, damit man sich hier hoch hängen kann. Ich mag den Sonnenaufgang hier. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich kann hier nochmal zum Angelplatz rennen, den wir auch damals gebaut haben. Sieht sehr, sehr schön aus. Das ist hier eigentlich noch eine Truhe drin. Eine Angel und noch eine Glasflasche, okay. Wir haben ja, glaube ich, hier auch noch irgendwo Bella. Ja, stimmt, den Bella haben wir ja hier noch im Haus. Stimmt. Sollten wir auch mal langsam nach Nungels bringen. Unser Hund hier. Naja, kommt auch noch eines Tages. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt dies und kommt die und jenes. Hallo Bella. Komm, wir gehen mal ein bisschen Gassi. Komm mal mit. Hier mal in der schönen Welt hier herumrennen. So. Mal ein bisschen Gassi gehen. Nicht zur Schlucht, nicht zur Schlucht. Wir werden hier zum Hafen. Zum Hafen mal ein bisschen so Gasse gehen. Mit F1. Ja, Bella, komm mal her. Ich möchte mal ein schönes Bild machen. Ein schönes Bild. Das sieht doch toll aus. Ich denke mal, das wird das Thumbnail. Das wird das Thumbnail. Hier ruhig mal F2 drücken. Für einen Screenshot. Sehr, sehr schön.
Na gut, dann ist jetzt die Aufnahmesession aber wirklich jetzt mal vorbei. Ich werde Bella wieder zurück zum Haus bringen. So, Bella, komm hier rein. Wo bist du? Da bist du. Komm hier rein. Super. Dann hier. Und hier ist ja dein Platz. Hier in der Ecke ist dein Platz. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Freut euch schon mal darauf. Viel Spaß euch noch und bye bye.